Herzlich willkommen zur wöchentlichen Markteinschätzung der Bayerischen Börse. Bei mir ist heute Herr Norbert Beetz, der Leiter unserer Handelsüberwachungsstelle. In der letzten Woche waren durchaus durchwachsene Konjunktureinschätzungen. Aktuell heute Morgen liegt der DAX bei 6.700 Punkte. Herr Beetz, wie schätzen Sie die Entwicklung in dieser Woche ein? Ja, feiertagsbedingt hatten wir eine sehr ruhige letzte Woche und in dieser Woche ist von keiner großen Belebung zu rechnen. Der Markt war reif für eine Konsolidierung und deswegen sucht man sich dann auch die Nachrichten dazu aus, die die Konsolidierung letztlich dann begründen. Und so war es dann eben auch mit den Konjunkturerwartungen. Sieht man auf das große Bild, so sind die meisten Konjunkturerwartungsindikatoren nach wie vor im grünen Bereich. Beispielhaft erwähnt die IFO-Erwartungen, die Exporterwartungen, die Erwartungen der chemischen Industrie, alle im grünen Bereich. Von der Geldpolitik war letzte Woche zu vernehmen, dass der EZB-Präsident Draghi gesagt hat, dass alle Diskussionen um einen Strategiewechsel, einen Ausstieg aus dem Monetarisierungsphänomen verfrüht sind, sodass es ja auch von dieser Seite eher eine treibende Kraft ausgeht. Letzte Woche haben die US-Arbeitsmarktdaten, die ja zunächst positiv waren, dann doch enttäuscht. Könnte das jetzt zu einer stärkeren Verunsicherung der Anleger führen? Gut, die Anzahl der neu geschaffenen Stellen waren in der Tat etwas enttäuschend. Ich möchte aber darauf hinweisen, es handelt sich hier vor allem um nachlaufende Indikatoren, dessen Aussagekraft nicht so groß ist. Aber auch hier gilt, die Kurse schaffen sich ihre eigenen Nachrichten und diese Nachricht hat natürlich dann auch dazu beigetragen, dass wir eben auch nochmal schwach in die Woche gestartet sind. In den letzten Monaten hat ja der DAX zulegen können von 5.000 auf rund 7.200, also um die 40%. Jetzt gab es eine Konsolidierung. Was raten Sie jetzt aktuell Anlegern in der jetzigen Situation? Gut, in der Spitze waren wir sogar bei 7.200 Punkten. Jetzt sind wir 500 Punkte zurückgekommen. Man muss einfach sehen, dass so ein fulminanter Anstieg von über 40% irgendwann eben auch mal verarbeitet werden muss mit einer Konsolidierung. Eine Konsolidierung geht dann entweder über einen Kurseinbruch, da müsste man Richtung 6.000 Punkte runter, oder eben dann über Wochen und Monaten, wo der Markt nicht mehr richtig vorankommt oder aus einer Mischung von beiden Aspekten. Dem Anleger empfehle ich momentan zu warten. 500 Punkte Konsolidierung ist noch nicht sehr viel. Wenn es vielleicht auf 6.300 nach unten kommen würde, da würde ich dann nochmal beherzt zugreifen. Herr Beetz, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch eine erfolgreiche Woche.